Ach, ist das ein schönes Anfangsbild. Wer hat das denn ausgesucht? Das ist Everybody's Gun to the Rapture. Wir sind vor allem, wenn das auf der anderen Seite gewesen wäre. Ne? Wir sind im Kapitel Frank. Haben gerade eben kombiniert, dass Frank der Onkel von Steven sein muss. Und hier ist ein Radio. Da ist ein Fahrrad. Under the microscope, you could see how the light was following the cellular structure of its wings. The neural simplicity of the insects seems to prevent a full-blown infestation, so there's none of the hemorrhaging I'm seeing in the birds. But Steven's wrong. This isn't an attack. It's a byproduct of the attempt to communicate. It's getting smarter. It's learning as it adapts. I'm confident of a breakthrough soon. Deswegen waren auch die Bienen vorher noch da. Mhm. Und diese Glühwürmchen, die sind dann wohl zu simple. Aber ist das so, dass Insekten simpler gestrickt sind als Säugetiere? Das klingt jetzt bestimmt für jemanden, der davon Ahnung hat, wie eine ganz schön dumme Frage. Naja, wer weiß. Also. Schau mal hinter dem Wasserfall, ob da eine Höhle ist mit Blut. Ja, genau. Okay. In bestimmten Aspekten bestimmt. Schau doch mal kurz, wo wir hier sind. Wo ist denn das? You are here. Ach, guck mal da. Pond. Appleton Farm. Hä, aber wie sind wir denn dann jetzt gegangen? Ich hätte gedacht, wir sind da schon irgendwie auf der anderen Seite von dem... Nee, auch gedacht. Naja. Hä? Aber das kann ich... Nee, guck mal, das kann doch gar nicht stimmen. Wir sind doch da drüber. Bei der Appletons Farm. Das stimmt doch, die Grafik nicht. Ach, wer weiß. Da ist doch das Feld. Da oben geht die, was auch immer das ist, weiter. Und da sind auch die beiden Gebäude. Und hier ist das hier. Da liegt was. Hier. Das ist ein Eimer. Dann stopf ihn, Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto. Also hier scheint aber nochmal was zu kommen. Dein Wohnwagen. So, nicht ganz so weit die Bewegung. So, genau. Muss vielleicht rein? Breaker, Breaker 9, calling on 9. This is Lost Cowboy looking for anyone out there. Hello? Breaker 1-9. Breaker traveling Sherlock. Charlie, you out there? Over. Hello? My wife and kids. You know perfectly well what you've got to do. I can't do it. Don't ask me to do it. You're asking me to sign their death warrant. My own family. Kamit, don't you think I'm aware of that? I'll still be here when you drop the fucking stuff. No. Don't you lecture me about sacrifice, you stupid bastard! If you're so full of ideas, you come here and try dealing with it. Tell them the time when we had a choice is over. Tell them to do it. You've got to do it now. Dieser Bombenabwurf. Ich habe irgendwie immer mehr das Gefühl, dass das hier wirklich nur noch so ein Abbild der Realität ist. Dass sie die Bombe geschmissen haben. Ja. Bei uns wirft übrigens gerade mehr oder weniger Gott vor dem Fenster eine Bombe. In Form eines riesigen Sturms. Ich glaube, es hagelt sogar. Ja. Das Wunderschöne ist, würde ich gerne mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Eine klare Message, würde ich sagen. Oh, da hört man schon wieder. Jetzt geht's hier doch noch ein Stückchen weiter. Was soll das denn? Boah. Voll der Sturm. Also hier im Spiel natürlich nicht. Seems a bit odd that, so she's just over the hill. Why can't we go and collect her? You heard the radio. Try to minimize contact with different groups of people. Might be spreading that way. Besides, Father Jeremy told me that Lizzie Graves said they're all fine.
They're still planning on putting on their show. So how does Father Jeremy know what's going on at the camp if we're all supposed to be staying at home? A special dispensation for the clergy or something. I'm sure Rachel will be all right. She seems to live at the camp these days anyway. She's 16, Sam. It's going to happen. I was pregnant when I was 17. Yeah, well, that's why I'm worried about what Rachel gets up to. Come on, give me that other case. We'll still be here at midnight if we don't get a bloody move on. Can't understand why the car wouldn't stop. I'll have to get someone out to take a look at it. Und dann geht es hier in Richtung Feriencamp. Jetzt ist nur ein bisschen die Frage, das kann ja eigentlich nicht sein. Das ist ja eigentlich noch das Finale von Frank. Welchem Weg folgen? Probieren wir den Weg, ja? Ja. Wir haben ja gelernt, wir können wieder zurück. Das ist aber ein bisschen, also es wäre ein bisschen komisch, wenn der Hauptweg hier lang führt. Ich meine, das ist ja nur echt ein Durchgang, der eher unauffällig war. Da steht ein Radio. Thank you. Well, for the last 20 years as a semi-professional, yes, I suppose you could call it that. Well, we run a club here. A mix of hobby stargazers and more serious scientists. They sometimes let us use the observatory telescopes, but normally it's just a back garden sort of thing. Well, no, that's the thing. It's not like you need the Jodrell Bank to see it. There's just too many of them. Of course I'm serious. Go outside and count them. It's Orion, for God's sake. It's not difficult to find. Well, you tell me how many bloody stars are supposed to be on a belt, then. Hmm. Oh, okay. Der Himmel verändert sich. Ist ja geil. Oder dass es halt nur hier aus dem Tal anders aussieht und jemand, mit jemandem telefoniert hat. Das kann natürlich sein, ja. Jetzt bin ich aber gespannt, wo wir jetzt hier langkommen. Was ist denn das? Ach so. Sehr mysteriös. Hm. Also keine Sorge, wir gehen schon nochmal zurück zu dieser Farm. Waren wir hier schon Moment mal? Ach, jetzt haben wir den Weg aufgemacht. Das ist nämlich hier das von Wendy gewesen, oder? Ja. Dann haben wir jetzt hier wohl einen Shortcut aufgemacht. Ach, das ist ja witzig. Den man von der anderen Seite ja nicht hätte öffnen können. Aber deswegen hat sich auch die Tageszeit. Aber dann hatte ich ja verändert. Total recht mit dem Metroid. Ja. Dann level jetzt mal ab. Sich hier in so einen Ball zu verwandeln, wäre nicht unbedingt das Blödeste. Ja. Schauen wir mal, wo wir hier noch langkommen. Oder führt das in die Straße, oder? Hätten wir hier vorhin sogar schon lang gekonnt? Vielleicht. Das ist, schau mal, das ist der Ort. Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass hier ein Durchgang war. Hätte ich auch nicht gesehen. Ja, dann gehen wir wieder runter, oder? Zum See. Ja. Ja, oder wir gehen mal diesen rechten Pfad entlang. Den rechten Weg. Ja, nicht, dass es dann da in das nächste Gebiet geht, wenn du nicht das... Ja gut, wir können ja wieder zurück. Schlimm, wir können ja wieder zurückgehen. Ja. Ist ja alles nicht vorbei. War das gar nicht so uncool gewesen gerade? Ach ja, der Wandersimulator 2015. Ach, schön. Jetzt noch mit VR. Übrigens, man euch so lange wandern, weil dann ja eh nach 6-7 Minuten. Was übrigens ganz komisch ist, wir haben ja zusammen auch das Vanishing of Ethan Carter gespielt, wo ich auf dem gleichen Fernseher haben wir es auf dem PC oder der PS4 gespielt? Mhm, auf dem PC. Für PS4 gab es noch nicht. Aber wir hatten es auch auf dem gleichen Fernseher, auf dem wir es jetzt spielen, gespielt und ich hatte da so extremste Motion Sickness. Ja. Und bei dem Spiel hier jetzt halt gar nicht, aber einige unserer Zuschauer klagen über extreme Motion Sickness bei dem Spiel. Okay. Also komisch. Ich hatte bei Ethan Carter. Ach, schau mal. Sind wir in der Stadt? Ah, okay, das ist das der ist der andere Shortcut. Weg, wo wir dann vorhin beim ersten Mal nicht rausgekommen waren. Ah. Wo wir uns noch gewundert haben, warum ist hier ein Durchgang? Ah, okay, gut. Ja, also bei Ethan Carter war meine Erklärung, das hat keinen HUD und keinen Fixpunkt. Da hatte ich mir extra aus Optionsmenü diesen
diesen Cursor da angemacht. Ja, ja. Aber hier brauche ich das irgendwie gar nicht. Vielleicht ist die Kameraführung anders. Manchmal sind es ja so ganz kleine Sachen. Hatten dir nicht mal die Destiny-Leute auch noch erklärt mit diesem ganzen, wie die Kopfbewegung und Waffennachlade-Animation? Ja, ja, das ist ja sowieso. Damit also sie da kein Motion Sickness haben. Was das für eine Wissenschaft ist, heutzutage in einem AAA-First-Person-Shooter, die allein, wo die Kamera auf dem Charakter sitzt, mhm. also wie hoch die ist, wie sehr die wackelt beim Laufen und so, das ist eine Wissenschaft für sich. Ich finde, das machen aber unglaublich viele Spiele unglaublich falsch. Ja. Also mich nervt es immer total, wenn meine Spielfigur in Spielen so klein ist. Also ja. so unsinnig klein. Das ist, wie gesagt, eine Wissenschaft für sich. Aber andererseits, warum ist es eigentlich so schwer? Weiß ich nicht, aber die, also bei Bungies ist es ja irgendwie so, dass die das so haben, das Fadenkreuz ist in dem unteren Drittel vom Bildschirm. Das hat ja, glaube ich, Halo erfunden. Genau, ne? Halo hat das so eingeführt. Aber und inzwischen ist es ja Standard. Und es ist aber eigentlich ein echt subtiler Effekt, den man gar nicht sofort bemerkt. Mhm. Aber das ist auch damals, als Halo rausgekommen ist, ist es gar nicht so vielen aufgefallen. Nur viele haben gemerkt, wie gut sich das spielt auf einmal. Wade called me in about 6 weeks after, once he thought I could cope with knowing. Can it ever repay you for what you did? She was a good woman, Frank. The best. You should come back to church. Back to the community. You're missed. I hate him, Father. I can't get down on my knees and pretend otherwise. And I don't understand why you don't hate him, too. I try my hardest not to, Frank. Goes against the job description somewhat. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. We have to trust him, even when his methods are hidden from view. Maybe see you on Sunday. Also der Frank hat's ganz schön satt mit Gott. Ja. Wo wir noch nicht wissen, warum er es auch satt mit Steven hat. Naja, das gerade eben war ja ganz klar, weil er das Todesurteil für alle unterschrieben hat, wie dieses Bombardement angeordnet hat. Ja, aber das Gespräch da am an diesen Steinen, das schien ja deutlich früher mal gewesen zu sein. Ach so, ja. Das klang ja eher so ja, in der Phase, wo die sich kennengelernt haben. Also. Ja. Also hier die Kate und der Frank. Ist die Windmühle? Kannst du da weiter? Hier kann ich rauf. Ich würde aber fast sagen, bevor wir da zu der Windmühle gehen, grasen wir mal noch ein bisschen hier das Farmland ab. Ja. Es scheint auch so zu sein, als würde der Weg dann hoch zur Windmühle der Hauptpfad sein. Da ist wieder so ein Finger. Frank! Frank, for God's sake, stop! Keep back, you bastard. I know what you've done. Where's Lizzie? Where is she? I've got to find her. You stay away. Someone's got to warn them. Someone's got to stop it. You can't stop it. You have to understand. You hate me, I get that. But if we don't do this, it's not just the valley, it's everything, Frank. It's all gone. You're talking bollocks. You can't stop it. Jesus! You take one step closer, I'll bash your bloody skull in, I swear to God. All right, I'm going. But if you see Lizzie, tell her to get out. There's still time. Please, Frank, for her, not me. If you're that bloody caring, you can save her yourself. Don't you get it? I have to stay. Someone has to be here to confirm that everyone is dead. Boah. Wow. Ist ja fies. Aber wie gut man immer so schon noch die Posen der Leute erkennt, ja. Ne? Also, dass er eben gerade geschossen hat. Liegt ein Auto im Feld? Ja, da gehe ich jetzt mal hin. Da waren wir ja schon, ne? An der Scheune, das ist, wo wir hochgeklettert sind, wo das Radio oben drin war. Dann ist hier auch gar nicht so. Oh. Oh. So ein Radio. Nee, das ist doch eine Alarm, also eine Sirene. Das hat der Howard angemacht. Da in einem Auto, oder? Ich kann sagen, wo ist das Auto? Da in der Beifahrertür. Got the telescope up and running again, but the pattern has burnt itself onto the lens. It's soaking up light.
and radiation, but not routing it anywhere. So I can only guess that it's using it as an energy source in its attempts to communicate. It needs more power. I wonder if I could boost the reception by using multiple towers. Da hat sie einfach mal den Heimwerkerkönig zitiert. Es braucht mehr Power. Arr, arr, arr. Ich glaube nicht, Tim. Sollen wir mal zur subtilen Quelle hinlaufen oder willst du erst noch... Ich will noch kurz schauen, ob wir da oben, wo noch das Telefon klingelte oder was auch immer das war. Ob wir da noch irgendwie hinkommen. Ob wir da nochmal... Genau. Und das ist ja gleich da oben, siehst du? Ah. Da. Das ist echt witzig, ne? Wie klein es dann doch wieder ist. Ja. Also so schließt sich das halt alles wieder. There you go. Get it out of the way. I don't know what happened. It just died on me. Give it another go. Oh, I only just put petrol in it as well. Robert's taken the other car into town. I wish he'd get back. He promised me that he'd be back this morning. You think he's off on another bender? Oh, I can't police him all the time, Frank. He's not a child. What's going on, Lizzie? Nothing. You're seeing Steven again, aren't you? You two can't keep pithering on like this. If Robert hasn't already worked it out, he soon will. Oh, not if he carries on drinking the way he is. Shit. Pardon my French, but bloody shitting thing. Why won't it start? Come on, I'll give you a lift. Das nächste Kapitel ist bestimmt entweder Lizzie oder Kate. Schau mal, da hinten geht doch noch ein Weg weiter. Oder es führt einer vorne und einer hinten lang zum Dings, zur Windmühle. Mein Gott, was ist denn das für ein Sturm vorm Fenster? Das ist ja der Wahnsinn. Was für ein Kontrast zu unserem Spiel. Also ich habe hier so ein PS4-Add-on gekauft. Das macht Wetter passend zum Spiel, aber ich habe es, glaube ich, falsch kalibriert. Warum war das Licht jetzt da hinten? Da waren wir doch schon. Oh, die Musik dreht auch ein bisschen auf. Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass unsere Kopfhörer nicht so laut sind, dass wir aus Versehen eine Rückkopplung auf der Tonspur drauf haben. Tja. Nee, vielleicht ist das einfach nur für den Rückweg gedacht wieder, dass man da andersrum zurück kann dann. Wir konnten ja auch nicht irgendwie von oben rein, oder? Nee. Hier führt ja keinen. Oder ging hier nochmal irgendwie ein Weg hoch? Nee. Wir sind ja schon mit Absicht den oberen Weg lang gegangen. Ja. Komisch. Ja, ich glaube, wir machen uns dann nochmal kurz Gedanken drüber, wie das alles gehen könnte und schauen uns das dann in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao. Ciao.